Was taugen die günstigen Nähtools von Temu? Das teste ich heute für euch. Ich bin mega gespannt und los geht's. Übrigens ging der Versand bei mir super schnell. Ich habe innerhalb von einer Woche das Paket erhalten, aber ich habe natürlich aus den Emiraten bestellt. Das wird in Deutschland wahrscheinlich nochmal anders sein. Wir starten mit diesem Ding hier. Das ist ein Armband und das ist magnetisch. Sah für mich erstmal praktisch aus. Ich schau mal, wie es funktioniert. Sieht aus wie eine Apple Watch, ne? Riesig. Ich nähe nämlich meistens mit Stoffklammern, aber manchmal auch mit den Nadeln hier von Prime. Die sind halt so klein und fein, die liegen überall rum. Und deshalb dachte ich nämlich, ist dieses Magnetding hier praktisch, um die alle mal aufzusammeln. Also das klappt hervorragend. Der Magnet hält super. Das Armband ist auch echt bequem, würde sagen. Test bestanden. Das ist auf jeden Fall approved. Das würde ich empfehlen. Ah, die sind aus Plastik auch wieder. Ich dachte, die wären irgendwie aus Gummi. Das sind so kleine Ringe. Schaut mal, da ist vorne so eine Klinge dran. Und damit kann man dann so den Faden direkt so zack abschneiden. Weiß ich nicht. Während ich die anderen Nähtools teste, werde ich das Ganze mal ausprobieren, weil dann kann ich das wirklich in Aktion nutzen. Und Feedback folgt dann gleich im Verlauf des Videos. Als nächstes habe ich diese kleinen Gummidinger hier bestellt. Du kennst bestimmt dieses Chaos bei den Fäden, wenn man die verstauen will. Unterfaden, Oberfaden verheddern sich. Und diese kleinen Gummiclips kann man um den Unterfaden bzw. um die Spule drum klemmen. Und so bleibt der Faden in der Spule und verheddert sich nicht mit den anderen Fäden. Also richtig praktisch, klappt einwandfrei. Egal, ob die Unterfadenspule voll oder leer ist, habe ich alles getestet und kann ich wirklich empfehlen. Das ist ein ganz, ganz kostengünstiges Tool, richtig cool. Ich arbeite schon seit längerem mit so kleinen Stoffklammern, die ich mal auf Amazon gekauft habe. Und da hat mich interessiert, ob die Stoffklammern, die ich auf Temu gefunden habe, eigentlich identisch sind, weil die sehr, sehr günstig waren. Oh. Okay, sie ist einfach sofort kaputt gegangen. Also die sehen identisch aus. Die geht sehr schwer zu öffnen. Mal schauen, ob das jetzt nur eine Ausnahme ist. Geht sehr schwer zu öffnen. Also Fazit, man kann sie benutzen, glaube ich. Aber wirklich nur für ganz dünne Stoffe. Also ich würde sagen, ist jetzt nicht komplett durchgefallen. Man kann es benutzen. Wie gesagt, der Preis ist richtig gut. Aber ist jetzt auch nicht amazing. Oh Leute, dann wollte ich auf jeden Fall ja auch noch Nähfüßchen testen. Ich dachte, ich bestelle ja jetzt ein paar Nähfüße. Die kann ich easy in meine Maschine einsetzen. Ja Leute, was soll ich sagen? Es passt einfach nicht in die Nähmaschine. Die sind für Industriemaschinen gemacht. Und ich nähe ja mit einer Haushaltsnähmaschine, wie ihr wahrscheinlich auch. Und dafür ist hier der Einsatz einfach zu klein. Wusstet ihr das? Lasst gerne mal Feedback da. Also mir war das nicht bewusst. Also wenn du dir auch Nähfüßchen bestellen willst, wolltest, dann achte auf jeden Fall darauf, dass das hier, dieses kleine Stück hier, in die Halterung von deiner Nähmaschine passt. Dann habe ich getestet diesen kleinen Magneten. Den kann man sich auf die Stichplatte klemmen und damit die Nahtzugabe individuell einstellen. Das klang eigentlich zu easy und zu gut, aber das ist wirklich hervorragend. Also das hält super an meiner Nähmaschine. Also wenn ihr vielleicht auch manchmal Probleme habt mit der Nahtzugabe, vielleicht auch als Nähanfänger, Nähanfängerin, dann kann ich das hier auf jeden Fall empfehlen. Kostengünstig, kann man einfach drauf klipsen an die Nähmaschine und zack, eine individuelle Nahtzugabe einstellen. Richtig, richtig cool. Ist ein richtig praktisches, kostengünstiges kleines Tool. Als nächstes habe ich dieses Monstrum hier bestellt. Ich habe das eben ausgepackt. Ich dachte mir, was ist das zur Hölle? Keine Ahnung, was ich da bestellt habe. Auch wenn ich das jetzt hier so sehe, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was man damit machen kann. Also könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Okay, wir schauen nach. Das nennt sich Universal New Multifunctional Magnet Fixed Enlarged Strong Magnet Sewing Machine Fixed Magnet Flat Car Bezel Positioner. Okay, anscheinend ja, ist es wirklich nur für die Nahtzugabe. Und diese Schraube hier, mit der kann man die Höhe einstellen. Das heißt, auch für dickere Stoffe, auch Teddystoffe, ist das ganz praktisch. Auch hier würde ich wieder sagen, für Nähanfänger, Nähanfängerin, super praktisches Tool. Du kannst so genauer nähen. Das hier vielleicht nochmal praktischer, weil du es eben auch auf dickere Stoffe anpassen kannst. Und der Stoff ist richtig eingeklemmt. Das hatten wir ja bei dem Tool vorher nicht. Da führt es das wirklich nur hier dran vorbei. Ich würde sagen, beide Tools haben ihre Berechtigung und beide haben den Test bestanden. Als nächstes habe ich hier wieder was, wo ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was ich hier bestellt habe. Auf den ersten Blick sieht es ein bisschen billig aus, aber wir schauen mal, wir geben es eine Chance. Ich glaube, das Ding hier war auch wieder für Nadeln und dass das hier auch wieder magnetisch ist. Wir testen es mal aus. Ich habe jetzt hier wieder meine Stecknadeln, die winzigen. Und ja, ich merke das schon, das ist magnetisch.
Und dann kann man nämlich da die Nadeln drin verstauen. Die gibt es auch in Dreierpacks in verschiedenen Farben. Dann kann man sich das nämlich so sortieren, dass man hier zum Beispiel die Stecknadeln reinmacht, in einer anderen Box die Maschinennadeln und dann wieder in eine andere Box die Stopfnadeln, Handnähnadeln, whatever. Ich glaube, ich finde das ziemlich gut, ehrlich gesagt. Not bad. Also ich würde es, glaube ich, benutzen. Why not? Dann kann ich hier dieses olle Ding auch mal wegschmeißen. Härtetest. Ja, schon cool. Ich würde sagen, diese kleine magnetische Box hat auf jeden Fall den Test bestanden. Als nächstes habe ich mir ein Bügellineal bestellt. Ich bin nämlich riesen Fan von Bügellinealen, macht das Nähen um so vieles einfacher. Und da habe ich bisher das Bügellineal von einer sehr großen Marke, die ihr bestimmt kennt, und bin damit auch super zufrieden. Aber ich dachte, warum nicht mal die günstige Variante ausprobieren? Vielleicht ist sie ja auch ganz gut. Im ersten Blick fühlt es sich ganz anders an als das Bügellineal, das ich kenne. Also es fühlt sich auf jeden Fall mehr nach Plastik an, als würde es unter Hitze schmelzen. Schauen wir mal. Und Leute, ich war echt geschockt. Also das ist nicht nur ein falsches Werbeversprechen, sondern auch einfach saugefährlich. Das Lineal ist nämlich einfach unterm Bügeleisen geschmolzen. Ich habe dann irgendwann nur noch so eine kleine Ecke getestet, weil ich habe das schon kommen sehen. Das hat nichts mit einem Bügellineal zu tun und ist damit auf jeden Fall durchgefallen. Und eine meiner unliebsten Aufgaben beim Nähen ist es ja, lange, dünne Strecken zu wenden oder durch Tunnel durchzufriemeln. Und da habe ich nach einer Lösung gesucht und habe dieses Stäbchen hier gefunden. Sah erstmal nicht so vielversprechend aus, ehrlich gesagt. Und durch dieses kleine Loch hier kann man dann die Kordel durchziehen und das damit dann zum Beispiel wenden oder auch durch einen Tunnelzug ziehen. Ich habe das hier am Beispiel von diesem kleinen Säckchen gemacht. Das sind die Baumwollsäckchen von einem Quick DIY von meinem Kanal. Verlinke ich dir hier oben. Ist ein kostenloser Schnitt. Und mit diesem Tool hat das wunderbar schnell geklappt. Wenn ihr wüsstet, wie lange ich damals gebraucht habe, um das durch diesen Tunnel zu ziehen. Also absolut empfehlenswert und hat den Test bestanden. Im Verlauf des Videos habe ich jetzt auch diese Ringe hier ausprobiert. Das sind ja Fadenabschneiderringe. Die sind aus Plastik, aber man kann die verstellen auf jede Fingergröße anpassbar. Das habe ich jetzt ausgiebig getestet, finde es ganz gut, vor allem für diejenigen, die keinen Fadenabschneider an der Nähmaschine haben. Alles in allem also ein praktisches Nähgadget, mit dem man eigentlich nichts falsch machen kann. Das war mein großer Temu-Nähtool-Test. Kommentier gerne mal, was du von den Nähtools hältst. Ich bin gespannt, welches hat dir gut gefallen und hast du vielleicht sogar schon ein Nähtool auf Temu gefunden, das ich noch nicht getestet habe, dann kommentier das gerne mal oder lass den Link da, denn dann teste ich das einfach mal im nächsten Video. Falls du das Video hilfreich fandest, dann like es gerne, lass einen Kommentar da oder abonniere sogar meinen Kanal.